Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen XXL Footdraft. Ihr seid es ja mittlerweile schon gewohnt und ich muss mich wirklich bedanken für dieses Feedback und natürlich auch für eure Aktivität hier auf diesem Kanal. Einfach nur krass, danke dafür. Und deswegen, ja, hauen wir einfach heute mal wieder eine spezielle Episode raus. Hoffentlich mit einem neuen Team of the Week Spieler. Es gibt ja zum Beispiel Eden Hazard als Zentral-Offensiv-Mittelfeldspieler, dann Nainggolan oder was auch immer. Pogba wäre auch richtig sick, wenn es diese Inform-Version jetzt hier in diesem Draft dann auch noch geben würde. Lasst natürlich ein Like da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Jedes Draft hier hoffentlich wird jetzt gewonnen. Wir haben 4 Siege in Folge. Mal gucken, ob wir jetzt den 5. klar machen können. Und starten einfach direkt mit den FIFA-Points, die wir natürlich ausgeben für eine gute Formation. Naja, also wir haben hier eine Dreierkette, damit werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Die 4-3-3 zurückgezogen könnte man allerdings nehmen oder die 4-2-3-1 mit 3 ZOMs. Da hätte man die Chance auf Eden Hazard. Und ich bin ehrlich zu euch, ich habe Bock auf den. Und wir haben dreimal die Chance, Hazard im ZOM zu bekommen. Dann nehmen wir heute mal die 4-2-3-1, machen heute einfach mal ein bisschen crazy, also ohne irgendwelche Flügelspieler. Und ja, komm schon. Okay, die Flügelspieler können wir natürlich auch reinstellen, beziehungsweise einwechseln. Ihr wisst schon, was ich meine. So, komm, bitte Hazard, Digga. Eden Hazard in Form. Wer stabil und es kommt. Oh, Michael Owen schon wieder. Ja, also ganz ehrlich, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Warum sollte ich den jetzt nicht nehmen? Zlatan ist natürlich auch ein Tank. Oder wir nehmen James Rodriguez. Nein, wenn wir eine Ikone haben, die können wir perfekt verbinden. Michael Owen wird natürlich wieder gepickt. Und ja, fangen wir einfach mal hier im ZOM an. Einfach mal jetzt hier drücken und vielleicht eine geile Karte bekommen. Eden Hazard! Eden Hazard, Jungs, ich wusste es. Alter, nice, Mann. Okay, perfekt, dass wir diese Formation ausgewählt haben. Und Eden Hazard in Form wird natürlich direkt hier ins Team kommen. Meine Prediction ist einfach richtig und es funktioniert. Und jetzt haben wir hier also den heftigen Hazard, Mann, auf der 10. Einer meiner Lieblingsspieler. Und schreibt einfach mal Hashtag Hazard rein, wenn ihr ihn genauso feiert. Und ja, ob es einer eurer Lieblingsspieler ist, passt auf jeden Fall schon mal ordentlich hier rein mit Owen. Sehr schön, Mann. Okay, wir haben einfach jetzt den Hazard-Draft. Und jetzt kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Wir brauchen nur noch so halbwegs gute Spieler, zum Beispiel Bender, den könnte man mal nehmen. Vielleicht geben wir noch ein paar Bundesligisten. Zweites ZOM könnte auch sick werden mit James Rodriguez oder Christian Eriksen. Ich glaube, da nehmen wir Eriksen in Form. Der hat 5-Star Weakfoot, Alter. Da müssen wir den nehmen. Und Premier League ist immer gut. Machen wir mal das zweite ZDM. Komm schon, was Gutes. Bakayoko. Chelsea Link ist natürlich auch wieder da. Und jetzt haben wir hier schon eine gute Konstante aufgebaut. Fehlt jetzt noch der letzte ZOM. Mal schauen, wer das sein wird. Und es wird James Rodriguez vielleicht. Oder einfach Sigurdsson. Komm, wir machen Sigurdsson. Wir gehen wirklich auf Nummer sicher und safen uns jetzt hier ein geiles Hazard-Draft. Und als Linksverteidiger könnte man theoretisch einen Bundesligist bekommen. Und da ist auch der Plattenhardt. Platte. Ja, komm, machen wir nicht nur Premier League, das wäre ja sonst langweilig. Machen wir hier Deutschland noch rein, beziehungsweise Bundesliga. Rechtsverteidiger wäre perfekt aus der Premier League. Ja, Kyle Walker und Valencia sogar. Also Valencia ist natürlich dann nochmal eine Nummer größer, beziehungsweise stärker. Und den nehmen wir. So, 2 Innenverteidiger. Ich will gute Verteidiger. Sonst haben wir eigentlich immer broke Verteidiger. Heute muss es besser werden. Schon wieder Fazio. Aber natürlich auch hier Cahill oder Azpilicueta. Azpilicueta wird natürlich genommen, weil Inform und Chelsea. Und jetzt hier der letzte Innenverteidiger. Wäre perfekt, wenn er Boateng heißt oder Tah oder Hummels. Okay, vielleicht wird es ja einer von denen. Es wird keiner von denen. Aber Sané von Hannover kann man eigentlich auch nehmen. Ja, der ist jetzt wirklich nicht schlecht. Und im Tor, mal schauen, wer da kommt. Irgendein Bundesligist, irgendein Premier League-Spieler. Okay, Leno oder Ralle? Ja, Ralle ist schon ein bisschen OP, würde ich sagen. Und deswegen nehmen wir den, glaube ich. Okay, weiter geht's, Jungs, mit der Reservebank. Da könnte man noch so einen Ronaldo zum Beispiel gebrauchen. Oder auch hier gar keinen. Wir nehmen wir Nakulma, hat 93 Tempo. Ich meine, 93 Tempo ist immer sick. Und weiter geht's hier mit Mané oder Joe Hart? Komm, wir safen uns mal Joe Hart. Da haben wir jetzt schon mal einen guten Premier League Keeper und einen guten Bundesliga Keeper. Da kann man eigentlich nichts mehr falsch machen. Und jetzt fehlen nur noch Offensivkräfte. Und da haben wir in Form Alexis Sanchez. Wird genommen.
Den kann man natürlich für Sigurdsson zum Beispiel reinbringen. Blast Matuidi kommt jetzt auch noch. Ja, nehmen wir hier noch einen guten Sechser mit. Matuidi macht man, glaube ich, jetzt auch nichts verkehrt. Und es sieht sehr gut aus. Aber wo sind meine Ronaldos, wo sind meine Messis? Die kommen hier erstmal nicht. Coleman können wir nehmen. Jetzt hier bitte noch was Gutes. Eden braucht Unterstützung. Zum Beispiel mit Forsberg. Klaassen ist eigentlich auch gut. Oder Sané, komm, wir nehmen Sané als Backup. Dann haben wir Sané, Alexis Sanchez sind schon mal zwei gute, die man einwechseln kann. Und so ein dritter, der wäre nicht schlecht. Und es ist, ja, Dries Mertens safe, Alter. Mertens in Form stabil, Alter. Da machen wir hier gleich noch ein paar Belgier rein. Ich glaube, der wird auch direkt reinkommen für Sigurdsson. Und dann haben wir eine sehr, sehr geile Offensive. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht, Jungs. Jetzt erstmal hier Silva. Keine Ahnung, wen wir hier nehmen. Adam einfach. Jetzt die letzten Positionen. Da kommt nochmal ein Mittelfeldspieler. Und zwar Isco, Yaya Touré. Yaya Touré. Den könnte man mal nehmen. Oder Dybala. Wäre natürlich auch sick, aber wir haben jetzt, glaube ich, genug Offensive. Touré. Ja, vielleicht packen wir den sogar noch rein. Es kommt drauf an, wie die Verteidigung jetzt aussieht. Wir haben ja Joe Hart zum Glück genommen. Und jetzt haben wir hier erstmal, ja, keinen guten. Wir nehmen einfach Jale. Und jetzt brauchen wir hier, komm, bitte was Nices noch, Premier League zum Beispiel. Nein, okay, dann wird das wahrscheinlich hier enden. Können aber trotzdem, boah, den hier nehmen. So, zack, packen wir den rein und ein Tor. Wer wird das nochmal? Kriegen wir noch einen heftigen Keeper? Ich meine, das Draft ist sick, Alter. Wir haben gute Spieler. Und dann kriegen wir sogar noch René Adler. Und Benaglio Kobo. Unser Draft um Eden Hazard steht. Wir haben es jetzt nochmal komplett auf Premier League gebaut, damit wir auch hier jetzt schon 100 Chemie haben. Wie gesagt, das ist immer sehr, sehr wichtig. Und ich bin gespannt, ob Hazard hier regeln kann. Wir wechseln diesmal Sané ein für einen Innenverteidiger. Ich glaube, Coleman kann erstmal auf der Außenverteidigerposition bleiben. Zur Not könnten wir theoretisch noch Plattenhardt mitnehmen für Bender oder sowas. Ja, dann haben wir hier zwei Verteidiger, ist vielleicht sogar besser. Und ja, ansonsten natürlich Sanchez, Mertens, Matuidi und Sané auch noch am Start. Sieht wirklich gut aus. Also damit hat man gute Chancen, wahrscheinlich weiterzukommen. Jetzt haben wir hier aber nicht den perfekten Manager. Nehmen wir einfach diesen Engländer und schauen nochmal die Footdraft-Übersicht an. Eden Hazard, Top-Spieler, 185 rated. So muss das. Wir starten mit Spiel Nummer 1 und ihr seht es schon. Er hat einfach Thierry Henry Icon im Sturm. Allerdings natürlich nicht auf voller Chemie, denn es ist nicht seine Prime-Icon, die es ja jetzt auch schon als SBC gibt. Wenn ich mir eigentlich auch, oder ich bin am überlegen, mir die zu holen. Vielleicht auch Ferdinand. Ferdinand ist auch schon so ein Biest. Vielleicht hole ich mir auch den. Keine Ahnung. Er steht zumindest jetzt hier 1:1. Eriksen, einfach nur krass. Den haben wir auch. Vielleicht kann er sich ja noch das ein oder andere Mal beweisen. Auf jeden Fall erstmal Eden Hazard in Form. Macht das 2:1 nach 15 Minuten. Es lief jetzt richtig gut. Michael Owen, zack, mit der Ballrolle schön auf Eriksen. Und da sage ich es, gerade der Sprachfehler. Und dann macht Eriksen auch noch das Ding rein zum 3:1. Michael Owen konnte dann auch noch vollstrecken und der Gegner hat dann gedacht, gut, macht keinen Sinn mehr, erspare ich mir diese Zeit hier und gebe auf. Danke, ja wirklich, dafür, das ist schon mal sehr, sehr schön. Da kann man ein bisschen Zeit sparen und natürlich direkt Runde 2 spielen mit Bakambu in Form, Ronaldo und Messi Hero, also ein starkes Team. Ob er dann auch stark spielt, sehen wir jetzt gleich. Ja, vielleicht erstmal Eriksen hier, zack, mit Yaya Touré auf Dries Mertens und der macht das 1:0 stark gedreht und diese Bälle kannst du wirklich sehr, sehr schwer verteidigen. Wenn du dich drehst, dann natürlich den Flachschuss ansetzt, ist eigentlich, ja, so gut wie drin das Ding. Und deswegen kann jetzt hier Hazard nochmal zeigen, was er kann. Schöner Pass, schönes Dribbling auf Owen und der macht dann das 2:0. Also das Team läuft schon mal, es sah gut aus. Dafür, dass wir Sané dann als Innenverteidiger eingewechselt haben, konnte man sich wirklich gar nicht beschweren, denn wir haben so gut wie fast nichts zugelassen, wollte ich. Ich wollte gerade sagen, gar nichts mehr zugelassen, aber okay, das wäre natürlich gelogen. Deswegen konnte er jetzt hier mit Messi auch noch das 1:3 machen. Ist egal, denn Mertens war wieder durch. Wir konnten einfach laufen, wir konnten schießen
Und ja, das hat sich dann ausgezahlt und wir konnten tatsächlich mit Mertens hier wieder durchlaufen und das 5:1 erzielen. Und dann hat auch dieser Gegner aufgegeben und jetzt sind wir schon im Halbfinale. Sollten wir es tatsächlich wieder schaffen, 5-mal hintereinander diesen Draft-Sieg zu holen. Klar, das Team ist krass, Verteidigung vielleicht nicht ganz und deswegen, ja, kommt dann auch Mertens hier ran und spielt auf Paulinho und dann mit diesem Ballroller, Alter, richtig reingekullert das Ding und ja, gehen wir dann hier, sage ich mal, oder legen wir dann hier zurück und das nicht nur 1:0, nein, sogar auch noch 2:0, denn Mbappé trifft für ihn, ist es schon das Aus, wir werden es sehen, Mertens auf Michael Owen, zieht mal rauf und das war ein Strahl nach Maß zum 1:2 und ja, wir kommen natürlich jetzt ran, jetzt habe ich gefühlt, da geht was, Hazard dreht sich, Hazard schießt und ich muss sagen, Hazard trifft erstmal, der Typ ist erste Sahne, also der Inform fühlt sich nochmal wirklich viel geiler an. Und Owen, ja, spielt nochmal auf Eriksen, der kann natürlich mit beiden Füßen raufziehen, macht das 2:3 und das, ja, war es dann noch nicht, denn Mertens konnte noch das 4:2 erzielen, also nach einem 2:0 Rückstand haben wir da die perfekte Antwort gefunden und jetzt gönnt euch mal dieses Tor. Christian Eriksen nimmt sich mal ein Herz, will einmal rausschießen, macht es nochmal und der Ball geht ins Tor. 5:2 im Halbfinale und jetzt war es klar, wenn wir hier gewinnen, haben wir den 5. Draft-Sieg hintereinander. Das Team sieht jetzt vielleicht nicht ganz so stark aus, 90 Chemie hat er nur und da könnte vielleicht was gehen. Ich habe mir auf jeden Fall Chancen ausgerechnet, wir hatten auch direkt einen Elfer, zack, ganz flach, durch die Arme, keine Chance, wenn du nur mal hinspringst, kannst du den eh nicht halten und ja, das ging gleich weiter, rasch mit den Toren, Michael Owen, einmal Finesse, einmal drin, 2:0, 36. Minute und dann wieder Mertens, macht er hier die Ballrolle, nein, diesmal nicht, aber Owen steht mal wieder da, um zu vollstrecken zum 3:0, lief wirklich brillant und jetzt Mertens, der Typ ist auch einfach nur heftig, guckt euch mal an, der läuft einfach durch, macht das 4:0 und dann, ja, hat der Gegner tatsächlich im Finale Rage gequittet, ist einfach rausgegangen, dachte sich, ja, das gebe ich mir nicht mehr. Wir haben 5-mal hintereinander einen Draft-Sieg geholt. Dafür ein Like, Jungs. Wäre auf jeden Fall heftig. Und mal gucken, was wir jetzt hier für Belohnungen bekommen. Bitte was Geiles. Vielleicht Coins oder sowas. Nein, irgendwie Bugpacks. 225k-Packs sind das und ein 7500er oder so. Mal gucken, was hier drin sein wird. Okay, Jungs, da wären wir. Unsere Belohnungen sind mal wieder nicht die besten. Also so langsam. Wir haben 5-mal oder so hintereinander gewonnen. Will ich mal wieder was Dickes sehen, aber vielleicht wird der hier ein guter Spieler drin sein. Ich habe keine Ahnung und deswegen starten wir einfach hier mit dem Pack. Machen wir wieder ein bisschen Mischmasch. Ihr kennt das Ganze. Lasst natürlich gerne ein Like da für dieses Footdraft und jetzt kommt ein 83 plus Uruguay Innenverteidiger und das wird's. Ey, Digga, da hätten wir uns Godin gönnen können, Alter. Jimenez. Ja, okay. Also, ja. Es hätte Godin sein können, ist es leider nicht. 83 rated Jimenez ist hier im Pack. Ich habe wirklich immer das Gefühl, dass das allererste Pack das einzige bleibt mit einem 83 plus. Aber wir werden der Sache jetzt auf den Grund gehen und mal schauen, ob wir jetzt hier vielleicht noch einen ziehen. Ansonsten ziehen wir eigentlich immer nur ein 83 plus. Wirkt es wieder einer? Nein. Das ist, ich glaube, das ist wirklich so gezinkt von EA. Aber ich weiß nicht. So, jetzt haben wir hier Lustenberger gezogen. Den kannst du natürlich nicht gebrauchen eigentlich. Stoßen wir einfach mal ab und jetzt hier das letzte Pack. Ob jetzt hier vielleicht noch eine gute Karte kommt, werden wir sehen in 3, 2, 1. Und wer wird es? Das abschließende Hazard Footdraft mit einer guten Belohnung. Jawohl, Alter, es kommt wieder eine. Und diesmal wird es eine Inform. Italien Innenverteidiger. Nein, es hätte Insigne sein können. Ey, es hätte Lorenzo. Ich dachte wirklich Insigne. Aber es ist Ferrari, Digga. Wir haben Ferrari gezogen. Geil. Kann man sich mal wirklich gönnen hier. 80 rated, aber in Inform. Jungs, ich meine, was gibt's Besseres, Alter? Oh, und Santi Cazorla, Alter. Ja, die Belohnung waren dann schon besser. Ich glaube, der kostet jetzt zwar nichts, aber ja, trotzdem Abschlusswert. Wir haben hier easy das Draft rausbekommen.
Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat, Jungs. Das war's mit dem Hazard Draft. Wir haben fünfmal hintereinander gewonnen. Mal gucken, ob wir es ein sechstes Mal auch noch schaffen. Und dann bin ich raus. Macht's gut. Hashtag Hazard. Und bis zum nächsten Mal.